Wir verfolgen nicht ein Konzept mit einem großen Masterplan, mit dem großen Wurf der Stadterweiterung, wie das vielleicht vor 150 Jahren gemacht worden ist, sondern das ist ein Patchwork aus verschiedenen Quartieren, aus Ortskernen wie Dübendorf und dann Quartieren aus den 70er, 80er Jahren, 90er Jahre diese Entwicklung, und die nächsten 20, 30 Jahre werden hier wieder weitere Bausteine eingefügt. Es wird ein Stück Stadt des 21. Jahrhunderts werden, nicht mit den Vorstellungen, wie Sie sich Zürich oder Bern vorstellen müssen, sondern ein Stück Stadt am Rand der großen Stadt. Wer aus Zürich verdrängt wird, der findet hier draußen eine Wohnung. Er lebt städtisch, aber auf dem Lande. Er kombiniert die Nachteile des Landes mit jenen der Stadt. Langer Arbeitsweg, enges Wohnen, kein Garten. Die Wunschvision ist, dass wir Stadtquartiere bekommen, die durchmischt sind, die eben mit der Stadtbahn gut erschlossen sind, die in den Erdgeschossen untersetzt sind mit Läden, mit Kultureinrichtungen und nicht, wie wir das in der Vergangenheit häufig hatten, reine Wohnsiedlungen, reine Arbeitsplatzsiedlungen. Das hat, glaube ich, das Modell hat wenig Zukunft. Und gefällt es Ihnen da? Ja, nicht besonders, nein. Wieso nicht? Ja, erstens der Fluglärm und einfach, weil man total isoliert ist. Und wenn man da draußen wohnt, dann muss man unbedingt Auto haben. Dann geht einmal in der Woche Großposten und jeden Tag. Ja, weil sie kaum Einkaufsmöglichkeiten hat. Die liegen weit auseinander. Da vorne haben wir den Aldi und am Ecke kommt der 3M-Migros. Da unser Haus. Noch besser. Hätten wir es nicht können bereichern. Es ist Glück einfach, dass wir keine Fische da, dass wir brauchen keine Patent und einfach also schönes Wetter und ein bisschen Spaß, oder? Ja, ich wohne da 3,5 Jahre. Also dort nur die wissen Gebäude, oder? Und, Stadt entsteht da, wo wir attraktiven öffentlichen Verkehr haben. Vor 5 Jahren war das hier ein kleiner Vorortbahnhof. Jetzt haben wir ein Stück Großstadt mit dem Bahnhof Wallisellen, mit einer Cityüberbauung. Das ist alles in sehr wenigen Jahren entstanden. Wir brauchen solche Impulse, wie sie die Stadtbahn Glattal jetzt hier auch gegeben hat, um Stadtentwicklung zu betreiben. Wir befinden uns nicht auf der grünen Wiese. Wir befinden uns da, wo bereits heute die großen Infrastrukturen sind. Die Autobahn wird jetzt überquert. Die Autobahn, der Abschnitt mit der höchsten Belastung in der ganzen Schweiz, mit rund 130.000 Fahrzeugen pro Tag hier im Abschnitt Wallisellen. Das ist Realität. Es staut sich jeden Tag. Wenn Sie jetzt nach links schauen, sehen Sie den Stau. Das ist die Ausgangssituation. Wir sind nicht in einem kleinteiligen Gewebe von Stadt. Und wenn Sie jetzt weiter nach links schauen, ist das nächste große Quartier mit hoher Dichte, sogenannte Richti-Areal. Sie sehen, es kommt eins nach dem anderen hier. Bus geplant ist, dass die Erdgeschosse mit Läden untersetzt sind. Es gibt noch mal fast so viele Verkaufsflächen wie im angrenzenden Glattzentrum. So entsteht eigentlich Stadt. Das war mal die teuerste Wiese Europas, hieß das. Die eben mal geplant war als Industriezone. Und jetzt entstehen hier viele Wohnungen in hoher Dichte, nach und nach auch die Arbeitsplätze. Und es wird mal einer der größten Stadtteile außerhalb der Stadt Zürich, die entstanden sind, sein, wo viele glauben, es ist sicherlich Zürich und nicht Opfikon. Zürich, Flughafen, Airport. Wir kommen jetzt zu einem der wichtigsten Knoten des öffentlichen Verkehrs in der ganzen Schweiz. Vielen gar nicht so bewusst. Das ist nicht nur der Flughafen, es ist auch ein großer Bahn- und Busknotenpunkt im öffentlichen Verkehrssystem der ganzen Großregion Zürich, aber auch eben für die ganze Schweiz. Wir wollen Vielfalt im Kanton. Dazu gehört neben Siedlung auch Landschaft. Und Landschaft ist eine wichtige Ergänzung zum Siedlungsgebiet. Wir wollen neben diesen städtischen Siedlungen Naturräume als grüne Bänder im Kanton. Wir haben auch die Gewässerräume, die aufgewertet werden sollen als Rückgrat der Entwicklung. Und
wenn wir dichte Siedlungen wollen, dann brauchen wir auch attraktive Landschaftsräume. Und die können ruhig vielfältig genutzt werden. Die müssen nicht alle gestylt sein, sondern das ist dann eben auch produktive Landwirtschaft, das ist Weideland, das ist Ackerland. Landwirtschaft und Landschaft sind eng miteinander verbunden. Die Landschaft ist ja entstanden durch die Tätigkeit der Landwirtschaft, auch in ihren ganz verschiedenen Ausprägungen. Und wenn die Landwirtschaft verschwindet, wenn die Landwirtschaft ihre Berechtigung nicht mehr hat in der Landschaft, dann verliert auch die Landschaft an Reiz. Die Landwirtschaft unterstützt das Ziel der Raumplanung, insbesondere eben auch die Verdichtung im städtischen und urbanen Raum. Weil mit dieser Verdichtung, mit der inneren Verdichtung, kann man verhindern, dass die Siedlungen immer mehr ausfranseln, dass am Rand der Siedlungen wieder eingezont wird und damit auch interessante und gute landwirtschaftliche Böden verloren gehen. Auch für die Landwirtschaft gelten Regeln in der Bewirtschaftung des Kulturlandes. Die Landwirtschaft tut sich auf der anderen Seite auch weiterentwickeln, zum Teil schnell weiterentwickeln, technischer Fortschritt. Da ist es sehr wichtig, dass auch die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass die Ökologie eine wichtige Rolle spielt und eben dadurch auch dazu beiträgt, dass die Landschaft attraktiv bleibt.